So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3, zur nächsten Folge dann höchstwahrscheinlich hier mit dieser Aufnahme. Wir sind... Quatsch doch nicht so viel da hinten. Wir sind in Bakaresh angekommen und wollen jetzt hier ein paar Aufgaben lösen. Und diese Aufnahme wird wahrscheinlicherweise nicht ganz so lang werden, denn ich habe jetzt nicht so viel Zeit hier alleine in der Wohnung zu verbringen und hier die Leute voll zu schreien, die hier in den Nachbarwohnungen wohnen, denn irgendwann kommt dann mein Herzblatt wieder und dann muss ich Schluss machen. So lange wollen wir aber die Zeit nutzen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Oh ja, wir haben was zu tun. Und was ich aber mal gemacht habe, abseits der Aufnahme, was nichts mit dem Spielgeschehen an sich zu tun hat, ich habe noch mal ein paar Sachen nachgeguckt, die ich erzählt habe, so über die Rollenspielgeschichten. Und zwar werden wir dazu gleich kommen, erstmal zu Aldo. Ich will Amul euren Tribut bringen. Du willst unser Gold abgeben? Damit wirst du in der Gunst der Schwarzmagier steigen. Richtig. Genau darum geht's. Ah, das gefällt mir. Aber dir ist doch sicher klar, dass du nicht der Einzige bist, der das will. Also, was schlägst du vor? Du machst dein Geschäft mit Amul und schuldest mir einen Gefallen. Na toll, welcher Gefallen das wohl sein wird? Moment, was ist das für ein Gefallen? Wenn du Zugang zum Tempel hast, wirst du mich dem Schwarzmagier Sigmor empfehlen. Aha. Ich soll dich empfehlen? Ja, genau. Erzähl ihm, was für ein tüchtiger Mann ich bin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich verlasse mich auf dich, Sohn der Gefälligkeiten. Natürlich machen wir das. Quest, nur ein Gefallen. Okay, haben wir denn jetzt das Gold gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Bringen wir es über Alchemie bei, zeig mir deine Ware, brauchen wir alles nicht. So, wir sammeln nochmal in der Zeit jetzt den Tribut von den restlichen einen hier. Jafar. Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Ach ja? Können wir dir denn überhaupt vertrauen? Vielleicht arbeitest du ja für die Nomaden und versuchst, dich hier in Bakaresh beliebt zu machen, um unser Gold zu stehlen. Niemals. Also, was verlangst du? Ich denke, wir sollten dir unser Gold nur anvertrauen, wenn du außerhalb von Bakaresh gute Geschäfte gemacht hast. Was kannst du vorweisen? Zum Glück haben wir schon so einiges erledigt für die Assassinen, deswegen sagen wir mal so an. Ich habe mit Nafalem Geschäfte gemacht. Ja, das ist gut. Du hast erfahren. Das habe ich sofort gesehen. Du kannst zu Amul gehen. Meine Stimme hast du. Juhu. Das war jetzt total sinnlos, er hätte ihm ja auch einfach was vorlügen können, aber unser Held ist ja ehrlich, der sagt immer bloß Sachen, die auch wahr sind. Nicht wahr, Mufasa der Vielarmige? Seit der Sache mit den Trollen sind Tierkämpfe in der Arena verboten. Trolle? Ja, war eine Idee von Amul. Er wollte es spektakulärer haben. Es war dann auch ein ganz schönes Spektakel, aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Juhu, okay, mehr können wir mit Mufasa jetzt nicht reden, den werden wir dann aber noch kennenlernen. Wenn wir uns hier in Bakaresh der Arena widmen, erstmal zu Aschen. Ach, mit dem können wir gar nichts. Stimmt, der war ja derjenige, der uns das aufgegeben hat, glaube ich, oder? Carlos vielleicht? Ah ja. Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Damit er dich in den Tempel lässt? Genau. Erledige die Sache mit den Ruinen. Dann habe ich nichts dagegen. Gut, genau das wollte ich sowieso tun jetzt. Wir gehen in die Ruinen und kümmern uns mal um die wilden Tiere, die dort so rumspringen. Und derweil kann ich dann mal erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar, eine Sache wollte ich noch richtig stellen. Ich glaube, ich habe in der letzten Aufnahme an irgendeiner Stelle mal den ewigen Wanderer mit Haran Ho durcheinander gebracht. Haran Ho war natürlich ein von den Nomaden viel geschätzter Mann aus dem alten Volk gewesen, der mal ursprünglich zu den myrtanischen Streitkräften gehört hat. Er war ein Heerführer gewesen, der Myrtaner, ein Herrscher, ein Lokaler. Und ich kämpfe noch nicht, ich erzähle jetzt erstmal. Und er hat sich von den Myrtanern abgewandt, weil er die Lebensweise der Nomaden zu schätzen gelernt hatte. Dafür wurde er verfolgt und hat dann sich einen Kleinkrieg mit den Myrtanern geleistet, in dem er mit wenigen Mitteln sehr, sehr viel Schaden den Myrtanern noch zugefügt hat. Und er ist sozusagen eine Legende unter den Nomaden, ist aber natürlich nicht zu verwechseln mit dem ewigen Wanderer, der ja der Begründer der Nomaden war, beziehungsweise der erste namentlich erwähnte Anführer. Ja, das wollte ich nochmal richtig stellen und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Löwen. Es tut mir leid, kleine Löwen, ich mag euch ja eigentlich nicht töten, denn, wie ich wahrscheinlicherweise doch schon erwähnt haben sollte,
hat Maris auch den Beinamen der Löwe und sein Tiergeist, dem er dient, ist ein Löwe und jetzt sollen wir Löwen töten, das geht ja eigentlich überhaupt nicht. Aber was soll's, ich bin nicht Maris, ich bin der namenlose Held hier und deswegen legen wir uns einfach mal mit denen an nach dieser Speicherung und danach berichte ich weiter. So, kommt mal her, Schneckis. Wilder Löwe, oh Gott, die vertragen ja einiges, wie es aussieht. Naja, mal gucken. Gegen zwei könnte das noch klappen, hoffe ich. Ich mache das jetzt mal hier ganz gleichmäßig im Takt, weil ich jetzt nicht gerade unbedingt ein Risiko eingeben will, wo die Viecher doch offenbar ganz schön viel abhalten können. So, 240 Lebenspunkte, Hossa. So, mal ein Stück zurückweichen. D'accord, d'accord. Okay. Klappt gut. Ich mag es, mit Doppelschwertern zu kämpfen. Ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, dass wir überhaupt mit denen kämpfen, oder? Haben wir schon mal mit denen gekämpft, richtig? Ich glaube nicht. So. Mann, jetzt greif doch auch mal an, wenn ich es drücke. Wie hat's den denn verdreht gerade? Das sah ja eklig aus. Okay, wir legen erstmal eine kleine Brotzeit ein. Bevor wir uns den Schakalen da hinten widmen und den anderen beiden Löwen. Ach du Scheiße. Und dabei kann ich ja mal erzählen. Und zwar hatte ich doch beim letzten Mal erzählt, dass Maris in den Tempel von Bensala eingebrochen ist schon mal. Zusammen mit dem obersten Wassermagier. Ja, diese Sache hat tatsächlich mit der Prüfung zu tun gehabt, die Asaru, wir erinnern uns, Asaru war der Nomade, der bei Braga in der Höhle gewohnt hat, die Asaru ihm gestellt hatte. Ich wusste ja nicht mehr genau, was das war, jetzt weiß ich es wieder, und zwar begab es sich folgendermaßen. Unter Asarus Leuten war ja auch Marus, ich kämpfe jetzt dabei mal gegen die Schakale, das ist ja jetzt nicht das Problem, war auch Marus, der war der Anführer der Schmuggler gewesen, sozusagen, die irgendwelche von den Assassinen geklauten Schmuckstücke wieder zurück nach Praga transportiert haben. Und Marus Schmuggler haben ein besonderes Geschmeide gefunden, das unglaublich mit Juwelen besetzt war und reich verziert und ganz edel aussah. Das Dumme war bloß, dieses Geschmeide war mit einem Fluch belegt. Und zwar jeder, der irgendwie damit in Berührung kam, ist früher oder später, eher früher als später, gestorben. Auf irgendwelche unerklärliche Art und Weise. Deswegen war Asarus Prüfung, Maris sollte dieses Geschmeide finden und zerstören. Das Blöde ist, wie zerstört man ein Geschmeide, das man nicht irgendwie mit dem man nicht in Berührung kommen darf? Und wo zur Hölle ist es gelandet, nachdem die ganzen Leute gestorben waren, die damit in Berührung gekommen sind? Tja, das war das große Problem. Deswegen hat Maris, der natürlich auch andere Prüfungen zu erledigen hatte, das Ganze erstmal hinten angestellt. In dieser Zeit haben Asarus Leute Nachforschungen angestellt und haben herausgefunden, dass das Geschmeide in die Hände eines Händlers gekommen ist, der dann gestorben ist natürlich, wie es auch nicht anders sein sollte. Er ist in das Tal der Löwen reingekommen, da werden wir später noch hinkommen. Und in diesem Tal der Löwen hat er sein Ableben gefunden und das Geschmeide blieb dort. Irgendjemand hat es dann gefunden und die Jungs haben es dann geschafft, die Spur nachzuverfolgen. Die führte nach Bakaresh in die Stadt, die natürlich bei uns im Rollenspiel ein bisschen, scheiße, größer aussah und eine Handelsstadt darstellte. Und ich glaube, das geht gerade nach hinten los hier. Ja, tut es. Ich gehe dann mal. Die dort eine Handelsstadt darstellte. Und dort hat der Händler das Ding verkauft und ist kurz danach gestorben. Innerhalb Bakarechs hat das Geschmeide dann dreimal den Händler, den Besitzer gewechselt. Folgen die mir noch? Nein. Puh, das war knapp. Hat das Geschmeide dreimal den Besitzer gewechselt, bis es in die Hände eines raffgierigen Händlers kam, der es natürlich sehr schön fand, das Geschmeide, und der dann auf die wahnwitzige Idee kam, unbedingt mal in den Tempel von Bensala einzubrechen, so wie es hier im Spiel ja auch Basir gemacht hatte, um dort irgendwelche Reichtümer rauszustehlen. Tja, das Blöde war, der Mann ist da drin gestorben im Tempel und deswegen musste Maris zusammen mit dem obersten Wassermagier da rein. Der oberste Wassermagier hat dann, während Maris sich um die Untoten gekümmert hatte, das Geschmeide zerstört und man floh dann daraus und hat dann halt bloß so ein paar Ringe mitgenommen von den Bösen, nein, nicht von den Bösen, von den Toten, die da rumlagen. So, ein Löwe, das ist schon mal besser. Da können wir uns der ganzen Sache jetzt mal ruhiger widmen. So, das war die Geschichte um die Prüfung zu Asaru.
Das wollte ich ja sowieso mal nachgucken, deswegen hat sich jetzt gleich mehreres auf einmal verbinden lassen da. Also einmal die Sache mit Ben Sala, warum Maris dort war und was Asarus Prüfung war. So, das wollte ich berichten. Dann, was ich sehr interessant finde, das habe ich jetzt durch Zufall rausgefunden. Bei uns im Rollenspiel ist es so, unter den Druiden, dass die alte Natursprache sozusagen, weil man sich ja schlecht eine neue Sprache ausdenken kann, nur für so ein Rollenspiel, wurde dafür, dass ich weiß nicht, ob es nur Sindarin war oder generell die Elbensprachen aus Herr der Ringe, ich glaube, wir haben es da nicht so eng genommen, wurde dann einfach als alte Sprache verwendet, die alte Druidensprache sozusagen. Und ja, als ich dann geschaut hatte für Maris nach seinem wahren Namen sozusagen, halt wie das auch in anderen Märchen und Geschichten so vorkommt, dass man dann einen wahren Namen hat, wenn jemand den kennt, hat man Nachmacht über den oder sowas. Gibt es auch bei unserem Rollenspiel dann für die Druiden ihre wahren Namen, die erfahren sie dann irgendwann im Laufe ihrer Ausbildung. Als ich mir dann so mal in einem Elbenwörterbuch, ja, meine Freundin besitzt sowas, was raussuchen wollte dafür, habe ich festgestellt, Haranho ist ein elbischer Name. Und zwar, das Wörterbuch umfasste sowohl Sindarin als auch Quenya, die beiden Elbensprachen, die in Herr der Ringe vorkommen. Und Haran war Quenya und hieß lokaler Herrscher, was ich sehr treffend fand, weil Haranho ja eben ein Heerführer war, ein lokaler Herrscher sozusagen, in gewisser Hinsicht unter den Mertanern, bevor er dann zu den Nomaden wechselte. Und Ho heißt einfach er und ist dann Sindarin oder Quenya, jeweils das andere halt, ich weiß es gerade nicht. Also sein Name ist sozusagen ein Mix aus den beiden Elbensprachen und heißt übersetzt er der Herrscher, sozusagen, irgendwie so in der Richtung. Und somit zeigte sich, dass wir instinktiv die richtige Sprache genommen haben und Piranha Bytes die ähnliche Idee hatte, für alte Namen einfach mal was Elbisches zu verwenden. Oder sie hatten einfach diesen extremen Zufall, dass sich das überschnitten hat. Du böser Löwe. Ach, mal zuschlagen könnte helfen. Wenn du aufstehst, dann schlag doch auch zu. Ja, danke. So, komm schon. Wir werden doch wohl den einen Löwen hinkriegen hier. Du schlägst nicht zu? Ich werde nicht mehr hier. So. Oh, shit. Schakal, Schakal, Schakal. Mal umgucken. Nein, ist bloß der Löwe. Okay. So, dann machen wir das jetzt einfach mal so auf die ganz feige Art und Weise. Oh, Mist. Ja, hat super geklappt. Aber wir haben die Ruinen von Bakaresh geräumt. Immerhin. Und wir sind nicht gestorben. Ist ja unglaublich. So, mir geht das Fleisch aus, sehe ich gerade. Ich muss mal wieder was braten gehen. Okay, das hatte ich berichtet. Hatte ich sonst noch irgendwas? Ich hatte mehrere Sachen entdeckt, so, aber ich glaube, ich habe wieder die Hälfte davon vergessen. Ja, eine Sache mit Ben Arai noch, nämlich die Beweggründe, warum die Nomaden bei uns im Rollenspiel Ben Arai angriffen. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Das war damals sowieso so eine Sache. Das hat eigentlich den Leuten bei uns nicht gefallen, dass ich einfach mal Ben Arai dann überfallen habe. Aber ich dachte mir, wenn sowieso das Rollenspiel dann auf dem Festland endet, dann kann man ruhig nochmal die Geschichte ein bisschen rocken lassen. So, hatte alles seinen Sinn gehabt, das war nicht aus Raffgier gewesen. Sowieso hat mein Charakter, glaube ich, noch nie aus Raffgier gehandelt. Ja, das erzähle ich aber später, wenn wir dann mal in Morasul waren, denn das hat ein bisschen damit zu tun, mit Morasul. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal ums aktuelle Geschehen, damit wir wieder hier auf dem Laufenden sind. Ich töte mal die Schakale noch mit. Ich will alles wegräumen hier. Erstens gibt das Punkte und zweitens kann es ja sein, dass wir damit irgendwelche verdammt Quests lösen. Zack, so. Erstmal den weg, dann den weg. Ja, super, danke. Ach, ich stelle mich aber auch gerade irgendwie an. So, jetzt aber. Sehr gut. Ja, lief jetzt alles andere als optimal, muss ich sagen. Auch der Kampf gegen die Löwen und alles. Aber nun, ja, was soll's. Kann man nix machen, wa? Und ich sehe gerade was, was wir sammeln können. Ich nehme aber erst nochmal den Schakal hier aus. So, nochmal ein Tränkchen eingeworfen. Zack, jetzt sind wir wieder fit. Ich habe eine alte Schatulle gefunden. So, eine von dreien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder?
So. Finde ich toll, die sind vom alten Volk und müssen ja eigentlich schon seit Jahrhunderten rumstehen und sind nicht vom Sand überdeckt worden oder irgendwas. Nein, die stehen einfach in der Häuserecke rum.